Hartelijk welkom bij de 12 uur race van Zandvoort 2016. Reinsetzen, fahren. Qualifying war nicht gut, weil man eigentlich nicht geschafft, die Pole zu holen, aber wir sind auf dem zweiten Platz, so erste Startreihe. So für mein Heimrennen super. Wir greifen am Anfang mal an, versuchen die erste Position zu holen, das zu behalten für die ganzen Rennen und dann wieder den Sieg zu holen. Ja, wir versuchen natürlich jedes Rennen zu gewinnen oder auf Podest zu stehen. Wenn wir das machen, sind wir auch gut in der Meisterschaft. Aber die Meisterschaft ist auch noch lange. 12 Stunden. Wenn du gewinnst, holst du nur 20 Punkte, mit 24 Stunden 30 Punkte. So, in 24 Stunden Rennen sind mehr Punkte zu verteidigen. Und deswegen sind die nächsten zwei in Pau d'Arcau und Barcelona eigentlich mal wichtiger dann hier. Aber natürlich, wenn wir hier den Sieg holen, bringt das auch viel für die Meisterschaft. Ich bin jetzt eben mal 10 Runden im Auto gesessen. Ich denke mal, es hat ganz gut geklappt. Aber jetzt, um noch ein bisschen schneller zu werden, muss ich einfach ein bisschen ruhiger machen. Und dann kommt der Rest von alleine. Du erwartest natürlich auch von dir selber sehr viel. Du hast den direkten Vergleich auch mit den Profi-Rennfahrern. Und ja, ist schon ein bisschen Druck. Ja, extra schwierig sind natürlich die Gripbedingungen mit den Autos. Und wenn du da halt den Grip verlierst mit so einem Auto, bist du natürlich ruckzuck im Kies. Man muss halt immer auf der Strecke bleiben. Aber ich bin da ganz relaxed, dass es funktioniert. Erstmal bin ich froh, dass die Mannschaft von Hofer Racing hier unterstützen zu können. Es ist eine sehr familiäre Stimmung. Ja, es macht Spaß. Es ist immer schön zu sehen, dass eine Familie an einem Strang zieht, ja, und dann sowas auf die Beine stellt. Ich meine, wir reden hier von GT3-Sport. Ich bin gerade den zweiten Stint von der Nummer 9 gefahren, bis zum Schluss. Habe erst am Schluss, am Ende hier dann erfahren, dass ich auf P1 bin. Hat mich sehr gefreut. Hatte ja keine Ahnung, die eineinhalb Stunden, die ich unterwegs war, auf welchem Platz ich denn jetzt bin. Es war sehr ereignisreich. Also ich musste doch ein paar Mal Unfällen ausweichen, Autos, die sich vor mir gedreht haben, Teile, die auf der Straße lagen. Und ja, es war spannend und ich war dann doch jetzt am Ende froh, als es vorbei war. Mit der Nummer 10 weiß ich im Moment ehrlich gesagt nicht genau, wo sie ist. Wir hatten zweimal das Problem mit der Zapfsäule. Der Lance David hat einen super Job gemacht, hat versucht aufzuholen, dürfte aber nicht mehr als Platz 6 geschafft haben. Morgen tritt ja das ein, was Chantal nicht wollte. Sie hat sich ja entschieden, morgen den Start zu fahren, weil das Auto wahrscheinlich ganz weit hinten steht, was es nun nicht tut. Das heißt, Chantal wird morgen das Vergnügen haben, auf Pole Position das ganze Feld hier anzuführen. Und wir werden an der Boxe stehen und die Daumen drücken. Nein, 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 Take-out machen wir nicht. Gratuliere dir nochmal nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Und zu deinem ersten Turn auf dem Superauto. Dankeschön.
natürlich relativ schon stolz, wenn der eine Sohn fährt, der andere Sohn fährt und die Enkeltochter fährt. Wenn man die dann vorne an der Spitze sieht. Im Endeffekt hat man ja schon Angst, wenn die da so vorbeisaust. Oben finde ich super, dass man die Autos schon von Weitem sieht. Und mit der Zeit kennt man auch alle und weiß, wer wo ist. Das finde ich toll. Eigentlich sind wir gut gestartet heute Morgen. Die Nummer 9 lag ganz zuvorderst, ne? Und die Nummer 10 war auf dem vierten Platz. Hat alles einwandfrei geklappt. Wir haben unsere Stints gefahren und auf einmal hat der Kenneth hohe Temperatur gemeldet, Motortemperatur. Der ist gleich reingekommen, haben wir Check gemacht und da war leider die Riemenscheibe vom Alternator weg. Dementsprechend keine Wasserpumpe und Temperatur hoch. Das hat dementsprechend eine Reparatur gegeben von 42 Minuten. Jetzt sind wir mit der 9 etwa auf dem Platz 28. Gesamt und sind auf dem 8. Platz in der Klasse. Die Reparatur von der 9 hat angedauert und zur gleichen Zeit haben wir die 10 noch abgefertigt. Der Michi kam rein, Fahrwechsel, Michi auf Chantal, Räderwechsel, Volltanken und weg. Ne? Und das zur gleichen Zeit war eine super, super geile Leistung von der Truppe wieder mal. Adi, warst ein super Stint. Obwohl ich immer das Gefühl hatte, ich kann ja immer beobachten, welche Rundenzeiten ich fahre, dass ich eigentlich nicht so der Schnellste bin. Obwohl vom Fahrgefühl her hatte ich eigentlich gedacht, ich wäre der Beste im Feld. Zum Schluss haben die Reifen ein bisschen abgebaut. Ich konnte in meinem Turn, glaube ich, ungefähr 15 Platzierungen gut machen, weil wir ein Problem mit der Wasserpumpe hatten. Sind wir ja von 5 auf Platz 35 wieder zurückgefahren. Alles in allem, klar, war mein Einstand. Ich denke mal, da kann man mir mit Sicherheit den anderen Patzer noch verzeihen. Aber Autos heile geblieben, kein Kratzer, keine Beule. Ja, und ich bin geschafft. Wir sind momentan auf Platz 3 und wir hoffen, dass wir den Platz halten können. Das Problem ist, wir müssen nochmal zum Splash & Dash rein, der Essen hinter uns nicht. Es wird eine enge Kiste, aber ich bin mir sicher, Kenneth wird ihn nicht einfach so vorbeilassen. Ja, wir haben ein sehr turbulentes Rennen hinter uns. Die Nummer 10 haben wir auf Platz 3 halten können. Gott sei Dank mit knapp 30 Sekunden Vorsprung. Und für die Nummer 9 ist auf Platz 16 geendet nach technischen Problemen. Ja, es war halt ein Auf und Ab. Wir hatten morgen startet die Nummer 9 auf Platz 1. Dann kriegen wir Probleme mit der Lichtmaschine, beziehungsweise der Keilriemen ist abgeflogen, dann hat der Motor überhitzt. Dann sind wir auf einmal irgendwo 25., 27., konnten uns aber Gott sei Dank wieder auf 16 vorarbeiten. Weil auch unser neuer Fahrer, der Bernd Küpper, einen super Job gemacht hat. Hat sich super geschlagen, ist ja eigentlich bekannt im Team vom Bob. Na, er hat jetzt hier mal die Gelegenheit gehabt, den SLS zu fahren und das hat er super gemacht. Rundenzeiten waren klasse, kein Fehler passiert, alles super.